In diesem Video geht es um einen weiteren Klassiker im Bell-Sortiment, und zwar ist es der Bell Bullet. Er ist der erste Integralhelm gewesen in den späten 70er Jahren. Damals als Bell Star, wurde von Fahrern wie Niki Lauda und James Hunt in der Formel 1 belegt. Wir haben den Helm einfach adaptiert an die neue Zeit. Er hat ein riesengroßes Sichtfeld bekommen, trotzdem aber noch den Look ganz klassisch, wie er in den 70er Jahren war. Die Visiermechanik könnt ihr ganz einfach über diese Lederlasche öffnen. Die ist mit Magnet befestigt. Lässt sich auch wieder alles ganz einfach schließen. Wie gesagt, ein riesengroßes Sichtfeld. Trotz alledem Retro-Optik, eine moderne Belüftung mit Belüftungskanälen, die von vorne bis nach hinten durchreichen mit einer Endlüftung. Das Innenfutter ist bei dem Helm diesmal aus Echtleder komplett gearbeitet. Wieder weiterhin haben wir den Doppel-D-Verschluss. Das ist einfach der sicherste, deswegen bauen wir den in jeden Helm ein. Wangenpolster sind bei diesem Helm ganz einfach über drei Druckknöpfe herausnehmbar. Gibt es in verschiedenen Wangenpolsterstärken. Damit könnt ihr den Helm auch nochmal individuell an euer Gesicht anpassen. Für einen Retro-Helm auch schon ein Novum ist, wir haben eine Vorbereitung für Kommunikationsanlagen. Das heißt, ihr habt eine Aussparung im EPS bzw. auch eine Lautsprechertasche im Wangenpolster, wenn ihr mit dem Helm auch mit Kommunikationssystem fahren wollt, um euch mit euren Jungs während der Fahrt zu unterhalten. Der Einbau ist wieder einfach über die Druckknöpfe. Innenpolster ist grundsätzlich komplett rausnehmbar. Ihr könnt es waschen in der Waschmaschine, am besten in Kaltwäsche, in ein Baumwollsäckchen packen, dann könnt ihr die Wangenpolster waschen. Die Visiermechanik ist ganz einfach zu entfernen. Ihr braucht einfach nur eine 5-Cent-Münze und könnt die beiden Schrauben aufdrehen und könnt die Visiere in allen möglichen Varianten tauschen, vom flachen Visier über die klassischen Bubble-Visiere, wie sie in den 70er Jahren gefahren wurden. Im Lieferumfang enthalten bei jedem Bullet-Helm ist ein dunkles Visier. Das heißt, ihr bekommt den Helm mit einem klaren Visier geliefert und habt zusätzlich nochmal ein dunkles Visier immer inklusive mit dabei. ECE-Norm selbstverständlich bei allen unseren Helmen. Deswegen sicher auch im Retro-Stil seid ihr komplett unterwegs. Beim Bell Bullet könnt ihr euch zwischen zwei Varianten entscheiden. Einmal die ganz klassische Fiberglas-Variante, gibt es in 8 Design-Versionen, volle Auswahl in allen Farben. Für die, die ein bisschen was Besonderes haben wollen, es gibt den Bullet auch in der Carbon-Version. Hier bei dem roten habt ihr auch die Carbon-Struktur durchschimmern. Es gibt ihn auch in ganz klassischen Voll-Carbon-Optik. Bei dem Bullet Carbon habt ihr auch wieder die Bell Bowling-Tasche mit dabei, um den Helm dann auch ein bisschen standardgerecht zu transportieren. Zu den Größen als Info für euch. Ich habe eine Größe 57 und trage Größe M bei den Bullet-Helmen. Wir werden euch in den weiteren Videos noch die anderen klassischen Helme, Klassik-Helme von Bell vorstellen. Guckt auf unseren Kanal und lasst uns ein Abo da.